Hallo Fotografiefreunde und herzlich willkommen zu einem kurzen Foto-Quick-Tipp. Warum ein Originalgurt, auch wenn sie manchmal nicht so praktisch sind, aber auch sinnvoll sein kann. Wenn ihr eine Langzeitbelichtung macht, Kamera irgendwo hinstellt, Langzeitbelichtung einstellt, vielleicht irgendwo in der Dämmerung oder sonst was, oder ihr habt irgendwo einen Bewegungsablauf und den wollt ihr schön einfangen, so verschwommen, könnt mal suchen, Langzeitbelichtung, gebt es mal bei Google Bildersuche ein. Dann kann das, dann macht er den Verschluss ziemlich lange auf, ne? Manchmal kann so 30 Sekunden belichten manche Kameras. Und was du da nicht willst, ist, dass hinten durch euer Sucher vielleicht auch irgendwo hinter euch eine Lichtquelle ist und hier Licht mit einfällt, weil du willst nur das Licht bei so einer langen Belichtung über das Objektiv kommt. Und in dem Fall kann ein Originalgurt von Vorteil sein, wenn ihr sowas hier entdeckt an eurem Gurt. Seht ihr links und rechts diese beiden Haken? Und diese, ja, Führungsschienen, diese kleinen Führungsschienen, da macht ihr dann auch wieder eure Augenmuschel weg, schiebt sie nach oben durch. Und jetzt passt, was ein Zufall, genau dieses Teil vom Gurt über diese Führung. Und könnt das hier herunterstecken. Und dann habt ihr für eure Langzeitbelichtung euren Sucher abgedunkelt, durch den kein Licht mehr in die Kamera eindringen kann bei einer Langzeitbelichtung. Denn das wollt ihr nur von vorne durchs Objektiv haben. Darum kann manchmal ein Originalgurt sinnvoll sein. Vielleicht habt ihr auch einen Drittherstellergurt, der ebenfalls über so ein Feature verfügt. Und wenn ihr fertig seid, macht ihr den wieder ab, setzt eure Augenmuschel wieder an und ihr seid wieder ready to go. Danke fürs Reinzuhören, Bewerten, Kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Allzeit gut Licht, die Sonne lacht bei 8. Macht's gut, bye bye.